Hallo und herzlich willkommen bei Rentas, Ihrer Software für Unternehmensplanung und Controlling. In diesem Video geht es um die Einstellmöglichkeiten in den Stammdaten, beispielsweise um die unbegrenzte Anzahl der Mandanten, der Berechnung der Steuern, der Kontenzuordnung für die Datenübernahme, die Update-Funktion und die Wahl Ihrer individuellen Farben in der Auswertung. Ja, und jetzt geht es schon los. Wechseln Sie bitte zunächst in das Formular Stammdaten. Das geht über dieses Menü oder über die Funktion Steuerung und S. Hier können Sie beispielsweise den Namen Ihres Mandanten eingeben und sind damit unbegrenzt mandantenfähig. Das heißt, Sie können so viele Planungen erstellen, wie Sie möchten. Weiterhin können Sie hier das Startdatum eingeben und sollten Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr planen, ist das hier auch möglich. Die nächsten Einstellmöglichkeiten betreffen die Steuern. Hier können Sie beispielsweise Kapitalgesellschaften oder Personenunternehmen auswählen, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Grund- und Splitting-Tabelle berechnen. Die nächsten Reiter beinhalten die Zuordnung der Bilanzkonten zu den einzelnen Positionen. Hier haben wir Dinge vorbereitet für den SKR 03 und den SKR 04. Genauso funktioniert es für die Gewinn- und Verlustkonten. Auch hier haben wir SKR 03 und 04 für Sie vorbereitet. Sie können aber auch individuelle Anpassungen hier vornehmen. Im nächsten Reiter geht es um die Liquiditätsplanung. Hier können Sie einstellen, wann dann die Umsatzsteuerzahllast fällig ist. Und nächste Reiter, das finde ich nochmal ganz spannend, denn hier können Sie Ihr individuelles Farbschema vergeben, indem Sie einfach die RGB-Farben hier eintragen und dann wird hier oben die Kopfzeile genauso eingefärbt, wie Sie es gerne haben möchten. Und die letzte Seite zeigt die Update-Möglichkeiten. Da wir Ihre Tabellen ja nicht vorliegen haben, die haben Sie ja im Büro, passen wir die Tabellen nachträglich einfach an, indem Sie dann hier die einzelnen Punkte auswählen oder alles automatisch machen. Und dann haben Sie auch das Update drin. Ja, das war's zu den Rentas Stammdaten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.